Ja, hallo und willkommen hier zur fünften Folge Mana Lords auf meinem Kanal. Ja, ich habe mich noch mal ein bisschen mit dem Spiel jetzt beschäftigt, habe mir so ein paar Sachen angeschaut, habe auch privat einiges getestet und habe herausgefunden, wir müssen definitiv Banditenlager besiegen, um den Einfluss zu bekommen. Damit schaffen wir es dann auf 1000 Einfluss. Und was ich dann noch herausgefunden habe, ist, wir müssen hier im Herbst ansehen und nicht, wie ich es immer gemacht habe, im Frühjahr. Das sind so die zwei größten Probleme, die wir hatten und die wir jetzt versuchen müssen zu lösen. Dazu kommt natürlich, dass wir jetzt relativ schnell damit beginnen werden, selber eine Kriegsproduktion aufzuziehen, um unsere Armeen stärker zu machen, damit wir dann recht schnell das natürlich auch alles schaffen. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir damit jetzt. Wir werden hier auch direkt die Bogner Werkstatt bauen. Das ist ganz wichtig. Und wir werden aber dafür erstmal den Jäger hier rausnehmen. Weil den brauchen wir erstmal nicht, weil hier sind sowieso nicht genug Tiere. Und die müssen trotzdem, oder die müssen sich erstmal wieder ein bisschen erholen, der Bestand. Gut, ansonsten ist unser Ziel jetzt relativ schnell die Holzkirche auf Level 2 zu bekommen. Das ist absolut unsere Priorität. Dazu brauchen wir das und wir brauchen dann, wenn wir die Bogner Werkstatt haben, brauchen wir eine Bogenschützenmiliz. Und dann sollte das auch funktionieren. So allgemein. Genau. Und aus Brettern stellt der Bo Bögen her. Ganz so einfach ist das. Gut, dann geht das los und dann können wir dann auch versuchen, hier relativ schnell das Banditenlager zu besiegen. Hier oben ist auch noch eins. Gut, ja, wir brauchen jetzt aber erstmal noch ein paar Bögen. Also wir müssen jetzt warten, bis wir hier, bis das zumindest einigermaßen wieder klappt. Lager ist voll Steinmetzlager, das ist gut, dann können wir den auch rausholen. Du kriegst hier bitte hohe Priorität, was den Bau angeht. Hier müssen wir uns dann noch einen neuen Ochsen dazu holen. Und wir wollen noch hier die auf Stufe 2 haben, um ein bisschen mehr Geld zu bekommen. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Bögen. Das ist jetzt unser Problem. Wir haben drei Stück. Okay, wir kriegen unsere Miliz. Erhöht sich so langsam aber sicher. Ich weiß, das habe ich mir schon mal angeguckt jetzt vor der Aufnahme, dass das hier 18 Banditen ungefähr sind. Aber es sind natürlich Banditen, ne? Das muss man halt immer bedenken. Ich denke mal, dass wir dann mit einer 12-12-Armee das schon schaffen sollten. Da bin ich eigentlich relativ, ja, relativ zufrieden mit oder relativ wahrscheinlich, dass wir das packen. Wir warten aber noch, bis die hier sich ausgeglichen haben. So lange warten wir definitiv noch. Wenn das dann der Fall ist, dann machen wir los. So, eine neue Familie ist eingezogen, das ist sehr gut. Jetzt haben wir hier 11 und 13, das ist okay. Wir warten mal noch. Jetzt haben wir 12 und 13. Dann würde ich sagen, versuchen wir es. Versuchen wir es. Einfach einmal bitte beide Armeen dahin. Stopp. Die sollen natürlich nicht rennen. Die sollen in Ruhe laufen. Geht sonst auf die Effizienz. Das wollen wir natürlich vermeiden. So, jetzt. Wenn wir jetzt auf das Territorium hier eindringen, müssten die Banditen auf uns zukommen. Genau, da kommen sie. Gut, das würde heißen, ich bleibe jetzt hier mit meinen Leuten stehen. Die kriegen dadurch, weil sie sich ausgeruht haben, eine höhere Effizienz. Und wir können die besiegen. Oh, hier ist noch ein Banditenlager. So, Effektivität geht runter. So, ihr kriegt hier bitte standhaft.
Können die schießen? Nee. Okay, wir haben drei verloren, glaube ich, wenn ich das richtig mitgekriegt. Drei oder vier verloren. Heißt, wir sind noch nicht wirklich stark genug dafür. Okay, das ist gut zu wissen. Also belassen wir es jetzt erstmal bei dem einen Banditenlager. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass es funktioniert. Wir haben auch Einfluss bekommen. Aber noch ein Banditenlager würde ich dann jetzt nicht eingreifen. Ein weiteres Familienmitglied. So, dann, das geht in unsere Stadt. Das heißt, wir haben nämlich jetzt genügend Geld, um uns alles zu holen, was wir wollen. Inklusive eines neuen Ochsens. Und können dann damit jetzt loslegen. Gut, dann würde ich jetzt hier sagen, machen wir hier neue Höfe. Ich will die jetzt mit Absicht auch nicht so machen, dass jetzt hier eine zweite Familie mit einzieht, sondern weil ich hier hinten mehr zusätzliche Bauprojekte haben möchte. Ich weiß zwar noch nicht so hundertprozentig, ob sich das lohnt oder ob es Sinn macht, die dann, ich sag mal vorsichtig ausgedrückt, effektiver arbeiten zu lassen, weil sie halt zwei Familien sind. Das müssen wir dann halt einfach mal gucken. Gut, so, dann, ja, das ist erstmal wieder, das gleicht sich jetzt langsam wieder aus. Aber wir wollen noch ein bisschen wachsen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einfach einmal eine Schmiede. Und wir machen, haben wir viel Bretter, wir brauchen mehr Bretter, okay. Das heißt, wir werden jetzt hier noch einmal eine Bretterproduktion hinsetzen. So. Das bitte auch auf hoch. Und das auf sehr hoch. Ich meine, wir haben jetzt zwei Familien, die sich hier drum kümmern. Es sollte doch funktionieren. Wilde Tiere. Neue Nachricht. Ja, die Marschroute verfolgen wir natürlich. Wir haben eher eine Schärscher, es wurde gesichtet. Das bestimmt jetzt hier in dem Bereich irgendwo dann sich darum kümmern. Ist halt jetzt die Frage. Ich meine, wir haben, ja, wir haben welche verloren, aber wenn wir jetzt hier hingehen, haben wir länger. Ja, komm, ich riskiere es jetzt nochmal. Mal gucken, ob ich es bereue, aber ich will die Punkte haben. Ich will die Punkte haben. Ich gönne die dem, unserem Kontrahenten nicht. Und wo kommt er denn? Da hinten. So, jetzt müssten sie langsam auf uns zukommen wahrscheinlich. Effektivität geht runter, das ist nicht gut. Da kommen sie. So, 120%, 110%, das ist okay. Erfahrung, okay. Will mal wissen, ob das was bringt, ob wir jetzt schießen können. Ja, wir können schießen. Und somit vielleicht auch die Verluste geringer halten. Naja, haben wir zumindest schon mal ein weniger besiegt. Ein weniger verloren.
Gut, dann den wieder zurück. Und los geht's. Wie sieht's aus? Hier können wir einen wieder einstellen, das ist gut. Wie viele Bögen haben wir denn? Kriegsbögen 9. Heißt, ich würde die Bogner-Werkstatt erstmal ausschalten. Und die Schmiede soll bitte erstmal die Geschichte hier produzieren. Genau, und die kümmern sich jetzt hier oben um das Banditenlager wahrscheinlich dann. Das ist aber okay. So, und das werden wir mal in meine Schatzkammer uns holen, weil dann kriegen wir das Geld nämlich. Und das Geld brauchen wir für unser Gefolge, was wir dann hoffentlich bald haben, indem wenn wir uns hier mit mehr Holz eindecken können. In 8 Tagen können wir uns den nächsten Ochsen holen. Das werden wir auch direkt machen. Dann sollte das hier ohne Probleme funktionieren. Gut, großes Lager. Genau, und wenn wir dann jetzt das Herrenhaus und die Kirche aufgewertet haben, dann haben wir auch genügend Einfluss für die erste Region zusätzlich. So. Wie sah es denn hier eigentlich mit der Fruchtbarkeit aus? Das wollte ich nochmal gucken. Weizenfruchtbarkeit. Okay, das war hier in dem Bereich. Also wenn wir hier hochbauen, sollte es passen. Okay, und dann können wir hier in dem Bereich auch nochmal weiterbauen. Okay. Gut. Wie sieht's aus? 15 Bretter. 20 brauchen wir. Dachziegel brauchen wir auch. Warum haben wir keine Dachziegel? Oh, die sind doch jetzt aber beide außerhalb des Felds, ja. Die Armee eines Herrschers wurde gesichtet. Hier oben. Gut, ja, das passt. So, jetzt. Herrenhaus. Verwaltung, Herrenhaus. Das werden wir mit der Zeit natürlich noch ausbauen. Aber jetzt geht es mir erstmal nur darum, dass wir das haben, dass wir den Einfluss bekommen und dass wir dann aus dem Einfluss oder dass wir auch unser Gefolge bekommen. Weil das sind am Anfang zumindest schon mal 5 Soldaten. Und damit können wir doch erstmal zufrieden sein. So, dann können wir hier auch einmal bitte die Geschichte bauen, dass die ihre Gärten bewirtschaften können. Und genau, ihr seid hier alle noch nicht. Eine neue Familie ist eingezogen. Das ist gut. Das ist okay. Ihr kümmert euch darum und ihr kümmert euch jetzt nochmal um einen neuen. Dann kriegen wir nämlich auch wieder Bretter ran und können dann relativ schnell auch die Kirche ausbauen. So, wir. Die Schmiede, die produziert jetzt hier die Geschichte. Genau, dann können wir nämlich die mit Stangenwaffen, die Miliz, bauen. So, die braucht dazu natürlich, na, natürlich Eisen. Aber den haben wir noch nicht gebaut. Okay. Industrie. Haben wir? Nee. Ach so, den habe ich noch nicht besetzt. Ah, der ist noch nicht fertig gebaut. Okay. 30 Bretter, das passt erstmal. Dann können wir hier einen rausnehmen. Dann haben wir zwei, die bauen. Das sollte erstmal passen. Wir haben 4 Ochsen, die sich jetzt damit beschäftigen. Also es sollte schon echt gut jetzt funktionieren. Genau, hier fehlen jetzt Bretter und Steine. Das sollte aber auch nicht das Problem sein. Renoldshütte. Ja, die macht hier ihr Ding. Dann müssen wir jetzt einmal wieder hier das Jägerlager anschmeißen. Und das müssten wir eigentlich auch einmal anschmeißen hier wieder. Dann machen wir hier einen raus. Hier einen raus und dafür da rein. Goldorf, das ist das. Okay, ja, das kann er wegen mir beanspruchen, das ist okay. Das ist okay. Wir müssen jetzt einfach darauf achten, dass wir immer direkt zu den Banditenlagern rennen, wenn welche da sind. Das ist für uns wichtig.
Weil gegen die Armee des Herrschers kommen wir mit unserem paar Leuten jetzt hier noch nicht an. Der Ofen ist fertig. Ja, dann kriegt der jetzt einmal. Bekommt der jetzt hier einmal. Und ich finde die Musik heute ein bisschen laut. Ich mache das nochmal ein bisschen leiser. Audio. So. Lebensmittelstand ist fertig gebaut. Das ist schön. Das freut mich. Die sollen aber bitte das Ding hier fertig bauen. Und nicht den Lebensmittelstand. Und danach können wir nämlich direkt die Kirche fertig bauen. Da fehlen uns jetzt nur noch 10 von den Dingern. Und wir haben 5. Sollte aber auch nicht das Problem sein. So, da haben wir genug von. Das werden wir erstmal nicht. Damit werden wir erstmal aufhören. Dass wir hier wieder die Baugeschwindigkeit ein bisschen erhöhen. 55 Bretter, naja, können wir auch erstmal aufhören mit. Wir brauchen auch hier jetzt einen Förster. Okay. Da macht der Hund komische Geräusche im Hintergrund. So, 3 Steine noch, dann ist das schon mal fertig gebaut. Und dann fehlt nur noch der Ofen hier. Und da fehlen uns momentan die... Neues Gefolge, genau so habe ich mir das vorgestellt. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal mit dem Abbauen beginnen. So, das heißt, wir kriegen jetzt nämlich hier ein Gefolge. Und das können wir, wenn wir hier drauf gehen, Gefolge anpassen, können wir das auch vergrößern, sprich, oder halt die Rüstung verbessern über den Punkt hier. Das kostet uns Geld. Deswegen würde ich erstmal sagen, wir nutzen unsere 100, um 2 neue dazu zu bekommen. Und haben jetzt ein Gefolge von 7. Mit denen haben wir jetzt quasi 24, haben wir jetzt 31 Soldaten. Das sieht doch schon mal recht gut aus. Und wenn jetzt hier auch dann die Produktion demnächst anfängt mit was sagt denn eigentlich die Gerberei? Leder haben wir nicht so viel. Okay. Gebäude fertiggestellt. Familie eingezogen. Ah, es wird doch. Es wird doch so langsam. Der Ofen. Wichtig ist, dass ihr hier anfangt mit Abbauen. Dass wir dann unser erstes Eisen bekommen. So, das ist fertiggestellt, genau. Wie sieht es jetzt hier aus? Wir haben 8 Stück. Dann machen wir mal 2 weitere Familien hier rein, dass es ein bisschen schneller geht. Was sagt unsere Map? Gibt es Banditenlager? Nein. Wir brauchen 10 Stück. So, jetzt haben wir gleich 9. Bretter haben wir immer noch 55. Das ist okay, das reicht zu. Jetzt haben wir 9. Aber wir brauchen 10. Und die alle jetzt von hier hinten Zeug oder was? So, und 10. Sehr schön. Heißt, wir können die Kirche aufwerten. Und das wird jetzt wieder eine Weile dauern. Aber dann sind wir, da kriegen wir 250 dazu. Das heißt, wir sind dann über 1000 und können oben das Gebiet beanspruchen. Also das hier. Und dann würde ich auch danach das beanspruchen oder das. Müssen wir mal gucken. Wobei hier haben wir viele Tiere. Und was haben wir hier? Hier haben wir noch viele Bärenbüsche. Ne, dann würde ich das beanspruchen. Weil hier haben wir auch 2x üppiges Vorkommen. Genau, dann beanspruchen wir die beiden dann hintereinander. Also wir können ja erst 1. Dann müssen wir wieder ein bisschen Einfluss sammeln. Dann das nächste. Aber ich denke mal, ihr versteht, wie ich das meine. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir an das Geld kommen. Dass wir da dann dafür dann quasi sorgen können, dass wir... ja, dass wir genügend Einfluss bekommen. Und dann brauchen wir genügend Geld, um auch das andere Gebiet besiedeln zu können. Aber das wird dann noch ein bisschen weiterer Ferne sein. Jetzt müssen wir auch aufpassen so langsam, dass wir nicht hier Probleme dann kriegen mit der Jahreszeit. Dass wir dann ab nächstes Jahr auch Banditenlager entdeckt. Wo? Ah, wieder hier oben oder was? Ah, ist egal.
Ja, der ist jetzt natürlich sehr schnell da oben. Ja, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Da können wir jetzt nur hoffen, dass er das dann nicht direkt beansprucht. Das schaffen wir nicht. Da hoch kommen wir nicht rechtzeitig. Leider. Gut, dann jetzt hier schnell bitte aufbauen. Absolut höchste Priorität. Kommt, bringt schnell die Ziegel hier ran. Dass das hier fertig wird. Einen noch. Und dann haben wir's. Die Armee eines Herrschers wurde gesichtet. Noch einer? Achso, da oben mehrere, okay. Das ist aber jetzt nicht schlimm. Los, baut jetzt das blöde Ding hier fertig. Jetzt. Und? Fertig. Damit haben wir 1000. 1000. Ich mach mal kurz auf Pause. Damit haben wir jetzt 1000 Einfluss. Und wir können jetzt hier oben quasi auf 2 gehen und mit Einfluss beanspruchen, das jetzt versuchen zu beanspruchen. Eine Region wird beansprucht. So, dann werde ich mal hier schon mal 2 einstellen. Vielleicht können die schon mit Flügen beginnen. Dann haben wir nämlich 2. Genau, wir haben jetzt 20 und 25 Häuser. Also sprich, wir haben noch Platz. Hier müsste eins schon besetzt sein. Das hier war. Nee, warum kann ich das dann aufwerten? Auch interessant. Das hier ganz rechts ist besetzt. Gut, dann kriegst du jetzt hier einen Hühnerstall. So, dann beanspruchen wir es jetzt langsam. Und bekommen jetzt hier unser neues Gebiet. Und wir kriegen es wahrscheinlich auch. Da haben wir es. Das ist jetzt unseres. Und jetzt müssen wir hier eins von den beiden noch uns holen. Und können damit dann dafür sorgen und haben dann auch eine Landverbindung. Ich denke, das ist gar nicht mal so schlecht. Darauf müssten wir achten. Gut. So, ich denke aber, das ist ein guter Schluss für diese Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.